Hallo und herzlich willkommen, meine kleinen Ohrklinge da draußen. Jupp, ich habe mich mit der Fee, wie ich es versprochen hatte, kurz geschlossen. Und wir sind relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass meine Idee gut ist. Ja, also es war eigentlich so, ich habe das der Fee gezeigt, so hier, pass auf, das sieht so und so aus, ne? Sieht ein bisschen seltsam aus und sie gleich so, ja doch, das sollten wir umbauen. Mit wir ist dann eher gemeint, ich setze mich jetzt daran und werde das umbauen. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht den Ballon weitermachen, sondern werde jetzt wirklich umbauen. Das heißt, ich brauche hier auch ein bisschen Platz wegen dem ganzen Holz, was wir denn da ergattern werden. Genau, so, ein bisschen Platz schaffen, sehr schön, ein paar Sachen sichern, das brauche ich auch nicht, hier, komm, erstmal alles weg damit, genau. Und dann, ja, dann haben wir eigentlich genug Platz, ja, doch, das sollte reichen. Gut, das heißt, das hier wird sowieso abgerissen, das ist aber nicht so dramatisch, wir werden jetzt aber hier das, wie erzählt, oder wie schon erwähnt, dann halt anpassen. Coole Sache. So. Das gibt so viel Holz wieder, ey. Was soll ich bloß damit alles machen? Ach nee, das hätte ja bleiben können. So, das heißt, hier bis hierhin, genau. Und dann gehen wir praktisch... Jetzt muss ich schon mal... Ich kann es ja mal hier reinhauen, ne, wie wir das machen. Das ist jetzt das Schöne, ich kann das praktisch als Vorlage nehmen. Nee, davon habe ich jetzt kein Holz mehr. Das heißt, muss ich jetzt wieder was kurz und klein schlagen. Sehr schön, das mag ich. Ja, kurz und klein schlagen. Ja, das ist doch mal Ork-like. Ja, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, das ist einfach, es ist nichts, ne? Es ist wirklich, es ist cool gemacht. Es sieht auch echt ganz hübsch aus, aber es, für eine Expedition, das ist, wenn ein paar Leute mitnehmen, das wäre megamäßig übertrieben. Aber ganz ehrlich, ich will ja hier nicht irgendwie Amerika neu entdecken oder sowas. Ich will eigentlich nur durch die Gegend ziehen und irgendwelche Ressourcen klauen, damit von dannen ziehen und ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Mhm. So, dim, 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 dim. Genau, ah, siehst du hier, sind wir schon sehr gut vorangekommen. Sehr schön. Wir sammeln das natürlich alles gleich ein. Das dann wird hier aber alles weggeklabustert. Genau, so. Viel, viel Holz. Eieiei. Ja gut, okay, es ist echt der Wahnsinn, was das für ein Riesenkoloss ist, ne? Das muss man auch wirklich sagen, aber... Wenn wir wie diese anderen Schiffe im Hafen bauen, dann können wir sowas von der Größenordnung her basteln, weil das passt dort absolut hin. Aber wie gesagt, nicht für unseren Zweck. Also das wäre so mega übertrieben. Es ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen, so in der Richtung, ne? Bloß eben halt noch größer. Also unsere Kanonen... Das sieht ja weird aus. Das hatte ich ja noch nie. Oh mein Gott, was ist hier los, ey? Wahrscheinlich lehnt sich gerade Minecraft gegen mich auf, gegen meine Idee, dass ich das hier abreiße. Finde ich nicht gut, gefällt mir nicht. Böses Minecraft aus, pfui. Genau, so, dann so, so. Genau, ja. Und dann eigentlich... So, ach, okay, ich sehe schon. Ja... Chip, 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 Chip und ja, sehr schön. Das werden wir gleich noch nicht machen, damit ich halt dieses Muster auch auf jeden Fall hier habe. Sehr gut, sehr gut, sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal deutlich kleiner. Passt auch, weil das steht jetzt nach vorne hinüber und hier kommt die Spitze dran und ach, es wird einfach so herrlich aussehen. Oder wir machen das halt noch... Verdammt, ich weiß es nicht. Ich bin echt im Moment ein bisschen überfragt, was das hier angeht. Muss sowieso gleich mal gucken, wo ich das ganze Holz hinballer. Ich glaube, ich muss gleich noch eine extra Truhe da draußen nehmen und dann das Holz da reinklöppeln. Ei, das kann was werden. Okay. Ah, stimmt. Oh, ja. Scheibenkleister. Ja genau, sammeln wir das erstmal ein, bevor es denn alles irgendwie verschwindet oder sowas. Das möchte ich nämlich nicht. Das wäre echt grausam. Ja, zum Glück ist es halt nicht durchgängig, also massiv Holz, sondern einfach wirklich nochmal hier ein bisschen Holz, da ein bisschen, da ist ein Hohlraum. Das macht es ein ganz klein wenig angenehmer, aber halt auch nicht so viel, ne? Nee, Arbeit ist es trotzdem noch.
Na gut, und wir sind natürlich zum Glück dann drumherum gekommen, das Ganze dann irgendwie mit diesen Stufen machen zu müssen, weil da sind wir sowieso ein bisschen in Straucheln geraten, weil wir nicht mehr genau wussten, verdammt, wie war das denn auf der anderen Seite? Das können wir jetzt praktisch nochmal komplett von vorne aufziehen und besser, noch besser, genau, noch besser. So. Das wird man gar nicht mehr wiedererkennen. Ihr werdet sehen, es wird sowas von episch aussehen. Ja, ihr werdet neidisch sein, ja. Oder ihr werdet einfach fragen, wie hast du das gebaut? Und dann kann ich sagen, haha, guck die Folgen, mein Sohn. So, wird schon wieder, es wird schon wieder dunkel. Genau. Wie anders könnte es denn auch sein, außer dass es dunkel wird? Mich regt das ein bisschen mit diesem Grafikfehler auf. Ich frage mich, was das ist. Ha, sehr, sehr seltsam. Das macht mir ein bisschen Angst, weil ich Angst habe, nämlich, dass Minecraft jetzt jeden Moment abstürzt und mich dann irgendwann hier hängen lässt. Das wäre uncool. Geht schon? Geht noch nicht. Schade. Aber jetzt. Oh, das ist schon fast richtiges Timing gehabt. Ja, sehr schön. Ach ja, das ist so ein schöner Tag, ne? Wenn man das so hier so gestalten kann, wie man will. Ich muss auch sagen, das ist das, was mich nach wie vor in Minecraft immer noch am meisten fasziniert. Ich kann machen, was ich will. Niemand sagt mir, was ich nicht machen darf. Also okay, doch schon die praktisch das, was meine Fantasie nicht hier in dem Spiel wiederfinden kann. Das ist halt so eine Reglementierung, wenn man das so nimmt. Aber es ist nicht so dramatisch. Also man hat dafür so viele Bereiche und Themengebiete, wo man sich austoben kann, dass das dann schon eher in den Hintergrund rückt und man sich nur denkt, ach, ist nicht so schlimm, dann mache ich halt jetzt das. Genau, und das ist auch echt in Ordnung so. So, genau, dann mal hier das alles wegnehmen. Da muss ja alles beseitigt werden. Ah ja, wie viel kürzer es ist. Wahnsinn. Hammer. Krasse Scheiße. Na gut, aber wie gesagt, das selbst für die Tanks, also wir werden, klar, wir nehmen Tanks mit und alles und werden dann fleißig Öl fördern, wenn das denn geht mit den Flüssigkeiten. Aber jetzt das, nee, das wäre zu krass. Weil ich will nicht die ganze Zeit woanders sein, das muss man ja auch überlegen. So, dann kommen wir her, hier. Sehr schön, wunderbar. Alles fleißig ran hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde langsam heiser. Ich weiß aber auch gar nicht wovon, weil so viel quackel ich eigentlich gar nicht. Naja, wer weiß, vielleicht wäre ich krank oder sowas. Das wäre richtig ätzend. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee. Nein. Ach, Mann. Tja, ist schon krass, ne? Dass wir mit Fallout 3 jetzt schon durch sind. Aber na gut. Wie gesagt, es liegt ja daran, dass wir auch von den Nebenquests so ziemlich alle, bis auf ein paar kleine, weggelassen haben. Einfach halt, um die Spannung aufrechtzuerhalten, dass für diejenigen, die sich das noch kaufen, noch jede Menge zu entdecken und zu erledigen ist. Ja, muss man halt auch dran denken, ne? Weil es gibt ja Leute, die holen sich alles mit. Und ihr habt ja gesehen, wie günstig dieses Spiel ist und wie günstig auch die ganzen Add-ons zu haben sind. Das ist echt der Wahnsinn. Und da kann man, denke ich, schon mal richtig zuschlagen an der Stelle. Und sich das alles sichern, falls man es denn nicht hat und dieses Let's Play halt gut fand und sich gedacht hat, ach ja, ich glaube, das möchte ich selber mal gerne spielen. Das würde mich natürlich freuen, was mich noch mehr freuen würde, wenn man sowas mal hört als Feedback, so von wegen so, hey du, ganz ehrlich, Mr. Zeuger, ich habe mir jetzt das und das gekauft, weil du hast das als Let's Play gemacht und ich fand das total geil und ich finde dieses Spiel auch total Hammer, hast du mal Interesse für geweckt. Das wäre zum Beispiel mal interessant zu wissen, ob wie viele das sind. Ich weiß, ein paar machen das, man hat immer mal jemanden dabei, der einen anschreibt und von wegen so, hey, ich habe mir das jetzt geholt, weil du das Let's Play hast, ich finde das total geil, aber das ist halt recht selten, ne, ja. Aber es ist trotzdem cool und das macht einen so stolz ein bisschen, weil man sich dann denkt, hey cool, meine beratende und unterhaltende Tätigkeit hier an dieser Stelle trägt Früchte, die Leute sind glücklich mit dem, was ich hier mache. Und das macht einfach so unheimlich viel Spaß aus und macht auch so viel Motivation aus. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also ich nehme eigentlich fast nur auf, wenn ich auch irgendwie in der richtigen Stimmung bin, ne? Weil ansonsten macht das nicht so viel Spaß. Manchmal muss ich leider aufnehmen, auch wenn ich gerade nicht so den Bock habe. Es liegt dann einfach daran, dass keine Folgen mehr da sind. Ja, und wenn keine Folgen da sind, kann halt nichts rauskommen.
dann kann sich niemand an den Folgen erfreuen. Von daher muss dann halt manchmal wirklich gesagt werden, okay, ich muss jetzt aufnehmen, aber eigentlich nehme ich immer auf dann, wann ich Lust habe. Wie zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt gerade Lust gehabt aufzunehmen, merke aber auch, ich bin todmüde, obwohl es ist gar nicht so spät, es ist irgendwie gleich um 10, also abends, ne? Und eigentlich ist es echt keine Zeit, aber ich bin heute auch wieder mega platt und ich weiß gar nicht warum, ich habe eigentlich nichts gemacht. Auch auf Arbeit, also, sehr komisch, naja, wer weiß. So, genau, schon viel besser. Soll ich dann hier eigentlich schon ein schmaler werden? Nee, das lassen wir. Das lassen wir mal schön. Sehr gut. Schön alles wegstücken, Oh, was für eine Arbeit, ey. Und dabei waren wir fast fertig, ne? Eigentlich waren wir fast fertig. Aber nur eigentlich. Und uneigentlich? Wer weiß das schon? So, genau. Sieht cool aus. Ich bin so im Überlegen, ob wir das vielleicht noch so ein bisschen anfassen, so ein bisschen in die Länge ziehen, weil das eventuell besser aussehen könnte als jetzt so in dem Stil. Aber das ist auch nur so eine Vermutung, muss ich sagen, ne? Es könnte auch bescheiden aussehen, das muss man auch sagen. Aber man kann es ja vielleicht ausprobieren. Wir gucken das mal uns noch so ein bisschen an. Zu fortgeschritten sollte natürlich dieser Gedanke dann nicht sein. Also, dass wir den lange aufschieben, das mache ich damit. Denn wenn wir damit lange warten, dann ist eine Version schon so etabliert und fertiggestellt, dass man dann meistens nicht nochmal alles umbaut, wie wir das hier gerade machen. Weil man ist ja bequem. Man will ja eigentlich auch nicht. Man will ja was Konstantes haben. Ja. So. Gucken, dass wir alles kriegen. Ich verstehe das manchmal nicht, warum manche Sachen nicht so richtig runterfallen. Ne? Also die stehen dann da. Wir hatten das ja auch mit der Wolle. Ne? Also oben werden sie noch angezeigt teilweise, bewegen sich so ein bisschen zappelig und dann auf einmal droppen sie nach unten, aber werden dann wieder nach oben geschoben. Das haben wir gesehen mit dem Eis letztes Mal. Oder war das letzte Mal? Ich weiß gar nicht. Nee, Wolle, warum rede ich gerade von Eis? Oh, ja, seht ihr, das ist die Müdigkeit, ne? Oder ich habe Bock auf Eis, das könnte auch sein. Mein Unterbewusstsein suggeriert mir gerade, Eis, Zauger, du brauchst Eis. Oh, ja, und ich denke mir nur so, ja, so denke ich. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich, ich zu sein, ja, definitiv. So, mal gucken. Tube. Oh, weia, ey. Das lohnt sich, was ich meinte, ne? Wir werden unheimlich viel Holz haben. Aber echt krass, wie viel Holz man verbaut. Ich denke auch, das ist nach wie vor eines der beliebtesten und meistgenutzten Rohstoffe. Da ist dann auch jedermann glücklich. Ach, jetzt kann ich nicht mehr rennen, weil ich Hunger habe. Ach, sehr schön. Komisch sieht das aus. Naja, packen wir erstmal die Sachen weg. Vorsichtshalber, man weiß ja nie. So, genau. Schub. Sehr schön. Und dann mal gucken. Ich glaube, 4 Plätze ist ja jetzt nicht mehr drin, oder? Na, es geht. Es geht. Ha, komisch. Irgendwie ist kein Platz mehr, ne? Woran das jetzt wohl liegen mag, ich weiß es nicht. Ha, müssen wir echt mal schauen, dass wir das hier hinkriegen, damit das vernünftig aussieht. Mal kurz grübeln, was trinken. Ah, das tat gut so. Frisch gestärkt können wir dann weitermachen. Tja, also ich würde fast, na toll, ich hab noch, da habe ich das einfach weggepackt, ey. Ich bin auch so ein Hoshi. Kennt wahrscheinlich auch keiner mehr. Ne? Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit, da irgendwie. Ach, das waren alles noch Zeiten. Ja, das waren wirklich noch Zeiten gewesen. Hammer. Echt. So, und das. Genau, dann können wir hier natürlich, muss ich noch umbauen, ist klar. Hier kommt ja dann das hin. Damit da sich, damit es schlüssig aussieht, ne? Ja, so wie wir es jetzt mal auch hatten.
Wir sammeln das natürlich auch wieder ein, keine Panik. Ja, es wird alles fleißiglich eingesammelt. Von kleinen, berittenen Bienen. Ja, nein, natürlich nicht. Das sind wir im Endeffekt, die das machen. Wir sind ja hier so emsig zugange. Genau, und dann das hier. Sehr schön. Ja, doch, das gefällt mir schon besser. Wie gesagt, hier hinten wird es auch noch ein bisschen schmaler. So ein bisschen, und dann hat man nach unten dann diesen Eingang in den Bereich. So, dann muss ich wieder alles einsammeln, würde ich sagen. Und weitermachen. Ach du Schande. Genau, hier haben wir noch was. So, ja, kommen alle her hier, schön aufhüpfen. Ich habe übrigens jetzt vor kurzem Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 gesehen. Der lief bei Sky. Und ich muss sagen, total geil. Ich kann den nur empfehlen. Wer den ersten Teil gesehen hat und den toll fand, der wird den Teil auch toll finden. Ganz, ganz eindeutig. Ja, ich denke, das ist relativ simpel, diese Mutmaßung. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das hier machen, ne? Okay, also, was wir machen können, wäre... was wäre das denn? Wenn wir dann direkt das da drunter setzen? Nee, das geht nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich das halt wirklich so noch machen. Ah je. Genau das. Aber so viel runtergehen? Ich weiß nicht. Nee, werde ich nicht machen. Okay, das müssen wir dann... Ach, schon wieder ein Eis, gibt's doch nicht. Wie oft denn noch? Schrecklich. Dann stellen wir hier hoch, bevor es passiert. Ja, ja genau, hoch, nicht runter. Mensch, das sind so schwer. Anscheinend schon. So, und dann schnell hier rein, ab in die Falle, würde ich sagen. Sehr schön. Nun gut, dann, denke ich, werde ich dann auch an dieser Stelle mich für heute verabschieden. Ja, vom Timer her passt es ungefähr. Ich sag mal, ist es halt minimal kürzer als sonst. Letztendlich, ihr findet wie immer alle Informationen, was ihr denn wissen müsst, braucht oder wo ihr dann diese Informationen herbekommt, findet ihr einmal in der Videobeschreibung und gleich in der Endcard. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.